wollte euch gerne heute die Meereswelt vorstellen, eine Produktreihe aus dem neuen Jahreskatalog, und ich bin völlig fasziniert von diesem Zubehör, also was so alles ringsrum um dieses Set gibt. Und ich habe mir eine kleine Karte einfallen lassen, die man ganz wunderbar zu Geschenken dazu stecken kann, und einen kleinen Gruß kann man innen eintragen. Ich fand es jetzt mal ganz witzig, einfach die ganze Karte mit dieser Prägeform zu machen. Also ich habe hier 6x3 Inch auf 3 Inch gefalzt, ein Stück Designerpapier. Das ist so schön, da brauchen wir wirklich nicht viel. Ein bisschen Glitzerpailletten dazu, ein Spruch mit einem Bändchen und ja, hier ein Stück Weiß eingetackert mit so einer Heftklammer und ein bisschen bestempelt. Da kann man auch gerne einen Geldschein dahinter klemmen. Oder ja, wie gesagt, einen Spruch drauf. Das fand ich so ganz nett, einfach noch als Beilage, sage ich mal. Und hauptsächlich geht es heute um diese Boxen. Ich habe so eine Box neulich von einer Kundin bekommen, komplett aus Designerpapier. Und fand die Idee sehr, sehr schön. Also, und da habe ich gedacht, auch bevor du lang im Netz rumsuchst und schaust, nimmst diese Box mal auseinander. Und das habe ich getan. Danke, Felicita, für diese schöne Box. Ich habe sie jetzt aus diesem Zweck einfach mal zerflattert, habe mir die ganzen Maße rausgeschrieben und geschaut, wie das gewerkelt wurde. Ja, und habe daraus dieses schöne Projekt gestaltet. Ich habe Farbkarton in Aquamarin benutzt, habe den geprägt, habe das neue Papier eingesetzt, habe die Handstanze. Den Wal habe ich mit der Handstanze aus dem Designerpapier ausgestanzt. Hier ein Spruch dazu, ein kleines Herzchen. Also ich fand es ganz süß. Und ich schaue mal in eine Box rein. Ich habe nämlich nur liebe Kundinnen und tolle Kundinnen. Und zwar die liebe Sonja hat mir eine Packung mit Seifenblättern geschenkt. Ich kannte das noch gar nicht. Und zwar sind da ganz hauchfeine Seifenblättchen drin. Da nimmt man sich so ein Blättchen raus, kann dann, egal wo man unterwegs ist, mit dem Sprudelwasser sich die Hände waschen, und es duftet total, total lecker. Und da habe ich so gedacht, von der Größe her passt das doch super, und auch vom Thema her mit dem Wasser. Ja, genau. Und dann habe ich so ein Bändchen drum gemacht, dass es mir auch gut hält. Bei jeder Box habe ich es dann immer dahinter geklebt, hinter das Designerpapier, so dass die Box zu bleibt, nur an der einen Seite zu öffnen ist. Ja, und jetzt wollte ich euch noch mal kurz natürlich das Set vorstellen. Auf der Seite im Jahreskatalog, Seite 94, ein wirklich prachtvolles, buntes Set. Tolle Ideen sind hier mit drauf. Und das ist ein Produktpaket, das kostet 38,50 Euro. Da ist die Stanze und das Stempelset dabei. Und es gibt noch ganz viel Zubehör. Ihr könnt es auch als Produktreihe bestellen. Das heißt, dann habt ihr das Geschenkband, das Designerpapier und auch die Prägeform gleich dabei. Eine Artikelnummer, 79,50 Euro. Und ihr habt dieses ganze Set. Also das ist total mega. Ich habe es hier auch liegen. Natürlich kann ich euch das noch mal ein bisschen näher zeigen. Also hier ist das Stempelset. Passend dazu die Handstanze. Hier ist der Wal. Also als wir den Wal gesehen haben, unsere Familie, da müssen wir haben, auf jeden Fall. Genau. Schöne Sprüche dazu, die auch alle so auf dieses Thema Meer oder Fisch, Fantast Fisch, zu dem Fischchen hier. Ein Schwarm lieber Wünsche, passt total super zu diesem, zu dem Schwarm der Fische halt. Weil für dich, weil du gigantisch bist, das passt natürlich zu den Riesen unseres Meeres. Und auch riesiges Dankeschön ebenso. Mit Liebe und Meer. Ja, für alle Meeresliebhaber. Genau. Dazu passend gibt es Pailletten. So richtig schöne Glitzerpailletten. Und ich halte es mal hoch. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Da sind ganz süße kleine Muscheln dabei. Ups. Also mega. Für Schüttelkarten oder auch nur, also um Akzente oben auf eine Karte zu setzen. Ich finde es richtig schön. Dazu passend ein Glitzerband. Ein feines Geschenkband. Ich finde, es glitzert wie Sonne auf dem Wasser. Ganz herrlich. Ganz zart. Wunderschön. Und natürlich passend dazu haben wir unser Designerpapier.
ganz vielen Farben und also toll gestaltet. Hier ist der ganze Schwarm mit den Schildkröten. Genau. Genau. Ihr seht hier, das könnt ihr wunderbar benutzen, für eine Karte zu gestalten. Einfach das Stück Designerpapier draufgeklebt, einen Spruch noch dazu, vielleicht so einen weißen Kreis, wie ich das bei der kleinen Karte gemacht habe. Hier in Calypso, toll. Also wirklich richtig schön. Die Wale zum Ausstanzen. Und jetzt nochmal auf der Rückseite. Hammer, oder? Also wirklich total gelungen. Ich blätter das nochmal so durch. Das ist auch schöner. Also wirklich ein ganz super, super, super Papier. Und dazu gibt es auch diese Prägeform. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, ja. Ne? Oh, ich finde die mega. Stellt euch einfach nur in weiß, dann finde ich ja immer so eine Prägeform einfach im weißen, so einem Farbkarton und das sieht so edel aus. Total schön. Damit arbeiten wir ja. Genau, wir legen jetzt am besten gleich erstmal mit unserer Box los. Wir brauchen den Farbkarton in Aquamarin. Jawohl. Ich hätte ihn zurechtgelegt. Nehmt euch so einen Bogen A4, ist das ja bei uns. 19 mal 14 brauchen wir. 19 mal 14. Das ist eine schöne Größe. Da kriegt ihr nämlich zwei Boxen aus so einem Bogen. Und dann falzen wir auch gleich. Wir fangen an bei 1. Das falze ich immer gerne erstmal auf der anderen Seite und drehe mir das. 1, genau. Drehe mir das bei 4. Bei 10. Und bei 13. So, jetzt haben wir die Außenkanten, die Seiten und hier die Front. Wir drehen das Ganze und falzen bei 6. Ich blende euch natürlich das unten nochmal ein. Bei 6, bei 9, bei 15 und bei 18 und schneide mir auch gleich das Designerpapier. Dann brauchen wir nämlich das Schneidebrett, können wir dann gleich wieder weglegen. Und zwar brauchen wir Streifen. Ich finde jetzt hier dieses Aquamarin sehr schön. In 5,5 brauchen wir gleich zweimal 5,5 mal 5,5. Vorne und Rückseite. Und für die beiden Seiten brauche ich jeweils 2,5. Da reicht uns der eine Streifen nicht, deswegen habe ich schon gleich gedacht, okay, schneide ich dir noch einen. Und nochmal 2,5. Mal gucken, dass wir richtig liegen. Seite. So, unser Farbkarton muss noch mal weiter gefalzt werden und zwar mache ich das mit dem Aufhebhelfer. Müssen wir uns so kleine Dreiecke einfalzen. Ups, da war jetzt noch was dran. Der Aufhebhelfer hat ja diese Aufsätze, das ist ganz praktisch, die man so austauschen kann. Ich habe zwei, weil ich die Spitze und auch die Kugel immer total gerne benutze. Ich habe jetzt die kleine Kugel genommen. Ihr habt 1, 2, 3, 4, ja, sind keine Quadrate, aber 4 gleiche Rechtecke. Und da suche ich mir die Mitte
von diesem kleinen Rechteck 1,5 und ziehe mit dem Geodreieck und dieser kleinen Kugel einfach ein kleines Dreieck. Die Dreiecke zeigen immer nach oben und nach unten. Könnt ihr euch merken, ich tauche nach oben und tauche nach unten. Genau. Hier das Dreieck auch. Nach oben. Ja, falls, das ist schon was anderes, als wie mit einem Bleistift und dem Lineal zu arbeiten. Ihr müsst ein bisschen mehr Platz einrechnen für eure Kugel. Deswegen einfach ansetzen mit der Kugel und dann erst das Geodreieck anlegen. Und dann passt das ganz gut. So, ich hebe es mal ein bisschen an, dass ihr es erkennen könnt. Hier sind die Dreiecke. Vier, genau. Und dann können wir schon schneiden. Hier oben ist unsere Klebelasche. Die schneide ich mir jetzt einfach so ein bisschen zurecht, wie man das halt bei so einer Klebelasche immer so leicht anschrägt. Ne? Das kennt ihr. Hier die Seite kann weg, weil das sind die beiden Einschubflächen, also so Einstecklaschen. Die machen wir uns nachher rund, dann können wir die uns wegschneiden, was da drüber steht. Ihr seht, die Dreiecke werden freigeschnitten. Ich muss immer ein bisschen gucken mit dem Licht, dass ich die Falzlinien gut erkenne. So. Und die beiden, die wollen wir jetzt abrunden. Falze mir die Seiten, das muss ich ja sowieso noch tun, und nehme mir die Trio-Stanze. Die Trio-Stanze mit dem Loch, dann hat es nochmal so ein Deko-Element und hier diese Abrundung der Kanten. Also die habe ich ganz oft im Einsatz, auch gerne mal für Karten. Das sieht immer sehr schön aus. Ich brauche einen rechten Winkel, deswegen kann ich ja nicht so reinschieben. Ich schiebe es schön bis zum Anschlag. Zur Ebenseite. Zack. Ich drehe das Ganze. Bei der Trio-Stanze arbeite ich gern mit der ganzen Hand. Also da kann man ja nicht in der Hand arbeiten. Es hat auch ganz süße Füßchen unten drunter, dass die ja wirklich gut steht. Und ihr schiebt das Papier ein und es hat so eine wackelige Bewegung. Es ist ein bisschen anders als wie normale Handstanzen. Genau. Und jetzt sind die Einstecklaschen, dann geht es ein bisschen einfacher, die einzuführen. Das ist ganz gut, dass das so abgerundet ist. Genau, Klebelasche haben wir schon abgeschrägt. Dann können wir jetzt alles durchfalzen. Genau, die haben wir schon. Zieht einfach alle Linien nochmal gut nach. So, jetzt der Quer. Einstecklasche. So, und jetzt geht es zu den Dreiecken. Ich lege meinen Zeigefinger auf das Dreieck und knick mir den Farbkarton ein bisschen nach oben. Es ist ja gefalzt, deswegen gibt das Dreieck automatisch schon gleich in dieser Linie nach. Und somit habe ich auch gleich die richtige Richtung, wie es nachher sich wie sie es nachher reinlegen soll. Ne? Der Farbkarton nach oben.
So mache ich das jetzt bei allen Vieren. Genau. Drei. Zeigefinger drauf. Nach oben geklappt. Zeigefinger drauf. Nach oben. Zeigefinger drauf. Nach oben. Und schön immer bis auch runter hinfalzen. Hier das letzte. Genau. So, ich möchte natürlich ein geprägtes Papier. Ich habe mir das vorher gut gefalzt und gut nachgezogen, damit die Falzlinien mir nicht verschwinden, wenn ich die Prägeform benutze. Das hat wirklich gut geklappt. Und ich nehme jetzt das Papier, meinen Prägefolder. Ihr seht, oh, der ist gar nicht groß genug. Der ist mehr so für die Karten und diverse Boxen schon, aber diese Box wäre zu lang. Jetzt mache ich es so, da ich sowieso Designerpapier drauf klebe, dass ich mir diese eine Seite raushängen lasse. Und schiebe das so durch, und damit ist dann nur dieses untere Teil geprägt. Ihr könnt es aber natürlich dann auch gerne nochmal rumlegen und ebenfalls nochmal durchschieben. Ich habe mir die Mühe nicht gemacht, weil ich wusste, ich klebe sowieso zu, und habe geprägt, das schon mal vorbereitet. Und dann sieht es so aus. Ein wunderschönes Papier ist entstanden. So, dann arbeiten wir weiter. Ziehen uns nochmal die Linien, schauen, ob auch alles wirklich gut da ist. Jawohl, die Dreiecke. Ihr seht, das springt gleich wieder so in die Richtung auf. Das ist richtig schön. Gut, wir kleben. Och, da können wir unsere neuen Kleber benutzen. Und zwar der Flink und Fest Plus. Der hält nämlich Spannung aus. Das heißt, super für Verpackungen. Der nennt sich hier Stamping Seal Plus. Das ist die amerikanische Version. Also im deutschen Katalog heißt es Flink und Fest Plus. So. Ziehen wir unsere Kante nach. Auf Anfang stellen. Könnt ihr einfach mit dem Finger einfach noch mal ein bisschen weiterschieben. Jawohl. Und das sind so ganz viele kleine einzelne Klebeplättchen. Ich weiß nicht, das sieht aus wie so ein. Ja. Ich halte es mal an. Jetzt seht ihr das, ne? Genau. Und dann würde sie, wenn ihr aufhört, dann geht einfach zur Seite. Da braucht ihr nicht fest reißen und drücken. Dann beendet das Klebeprogramm. Genau. Ich klebe es zu. Jetzt habe ich nämlich gleich dann die, wie es richtig liegen soll. Wenn ich es jetzt hier so in der Luft mache, dann wird es mir manchmal zu schief. Ich lege so auf, gucke, dass die Falzlinien frei sind. Und ihr seht, das ist ja schon manchmal immer so ein Millimeter irgendwo Unterschied. Gut übereinander. Genau. Hier ist unsere Supi-Box. Die Einstecklasche kann ich schon einführen. Wir kleben das Designerpapier, was wir uns zurechtgeschnitten haben. Die zwei kleinen, die zwei großen. Und wir brauchen genau unser Band. So etwa 50, 60 cm sind das. Ich messe mir das mal gerade hier unten ab. 40, 50, so. Schließe die eine Seite. Das ist so ein bisschen tricky. Die könnt ihr auch gerne eine Seite zukleben, weil wir sowieso mit dem Band dann arbeiten. Das dann drum herum legen.
Es wird sowieso nur eine Seite offen bleiben. Also wenn man dran kann. So. Genau. Und ich klebe mir hier oben mein Designerpapier. Da nehme ich jetzt aber unseren anderen Flink und Fest, weil es ist ja nur eine Papiermattung, da braucht keine große Spannung aushalten. Macht gut Kleber dran, weil es soll ja auch das Band halten. Das ist unsere Front. Die Rückseite. Oh, es klingt gut auf den Fingern. Oben und unten. Ja, ich glaube, ich will so das. So, dann würdet ihr euer Geschenkchen einfüllen, die Klebelasche rein. Also ich glaube, wenn ich die Klebelasche etwas länger machen würde, würde es vielleicht besser halten, aber die, das wäre noch schwieriger, glaube ich, das reinzufuchsen. Also so finde ich es eigentlich ganz gut. Ich binde es mir auch gleich. Das glitzert so schön. Genau. Schleifchen. So, genau. Jetzt stempeln wir uns einen Gruß. Und zwar habe ich ein ganz kleines Etikett aus den Stanzformen so hübsch bestickt genommen. Das ist das kleinste Etikett, was da drin ist. Das finde ich sehr, sehr passend. Und aus unserem Stempelset für dich, weil du gigantisch bist, das fand ich jetzt in Verbindung mit dem Wal sehr, sehr schön. Ich habe mich für die Farbe Faungrün entschieden. Da das so ein Fotopolymerstempel ist, ist das praktisch. Da habe ich das mir jetzt schon ausgekurbelt und ich kann ganz gut sehen, wie es passt. Lasst immer so eine dunkle Farbe einfach im Moment auch mal gewähren, damit die Farbe auch wirklich gut einziehen kann. Das ist ein schöner, sauberer Abdruck. Genau. Den lassen wir auch noch mal kurz antrocknen. Und dann habe ich noch aus dem Set ein ganz kleines Herzchen dabei. Und das würde ich gerne in Calypso stempeln. Ihr habt bestimmt immer noch kleine Reste oder so. Ich habe hier auch eins, genau. Die kann man gut dafür verwenden. Hebt sie euch auf. Und dieses Herzchen, das schneide ich mir mit der Hand aus. Ein bisschen Fleißarbeit muss sein. So. Genau. Wir brauchen den Wal. Den Wal müssen wir noch ausstanzen.
Wir haben hier Reste von dem Designerpapier. Die sind dann so in Blau und Grau. Irgendwelche waren auch noch ein bisschen in Brombeermus, glaube ich, so ein bisschen dunkler. Und das ist ja praktisch, wenn man das Designerpapier hat und das so ausstanzen kann. Finde ich schon genial. Der Stempelabdruck ist aber auch sehr, sehr schön. Also wenn das Papier mal alle ist, geht's weiter. So, den klebe ich mir dann mit Dimensionals auf. Vorher den Schriftzug wieder mit meinem Flink und Fest. Hier unten so Bündelchen. Ist die Krabbe zwar verdeckt, aber die, mir ging es jetzt mehr um die Algen und das Blattwerk. Hier habe ich das kleine Herzchen, das nehme ich einfach mal auf mit so einem kleinen Klebpünktchen. Zack. Setze mir das hier her. So, Dimensionals, unsere Abstandshalter. Ich denke so zwei Stück. Also ihr seht, den Aufhebhelfer habe ich eigentlich nur in Gebrauch. Wir lassen den Wal so ein bisschen abtauchen. Jawohl, genau. Und wer mag, kann natürlich auch Glitzerpünktchen oder mit irgendwelchen, also mit den Pailletten jetzt nochmal arbeiten. Oder man könnte auch, was eine schöne Idee ist, was mir jetzt gerade noch einfällt, wenn ich ihn jetzt, ja, hier ist er. Wir haben ja unseren Glitzerstift, den Wink of Stella. Kennt ihr ja sicherlich alle. Der ist ja so gefüllt mit so schöner Glitzerfarbe. Und da würde ich jetzt einfach nochmal hier so ein bisschen herstreichen. Es ist einfach nochmal so ein Blickfang. Es hat dann sowas von Feuchtigkeit, ne? Das ist so das nasse Meer. So. Ja, das finde ich jetzt irgendwie nochmal ganz witzig. Gut. Hier. Und so haben wir hier eine kleine Auswahl an Döschen und wie gesagt, wer mag, kann natürlich auch gerne die passende Karte dazu gestalten. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr habt Lust, es nachzuwerkeln. Bestellungen und so könnt ihr gerne an mich wenden oder wenn ihr Fragen habt, nochmal zu maßen. Ich werde das natürlich unten in diese Infobox nochmal verlinken. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei und habt eine gute Sommerszeit. Ciao!